renne. Das hängt scheiße auf meinem Reifen. Sieht nur nichts. Geil, oder? Das war ein netter Rahmenvibration. Wie wär's mit einer Begrüßung? Moin Leute! Was geht so bei euch? Pixie am Start. David ist nächstes Jahr, dieses Jahr am Start. Ich hab schon die Flyer mitgebracht. Ben übrigens auch am Start. Fahren wir weiter. Ja, ich hab Hunger und mir ist kalt. Prost, Jungs. Magst du noch irgendwas bewerben? Also, diese Chicken Nuggets haben eine sehr tolle Verpackung. Letztes Mal, wo ich hier war, waren da nur 5 drinne und ich war da bei McDrive. Dann bin ich wieder, mit dieser Schachtel bin ich wieder zum McDrive-Schalter zurückgelaufen und hab die rumgetauscht. Der hat einfach eine gegessen haben können, gell? Echt so? Das ist ja das Behinderte. Aber sie haben mir Neues gegeben. David will, dass du runterkommst. Hallo. Nee. Benne, willst du die Geschichte noch erzählen? Welche Geschichte? Voll gerade. Ja, ich komm hoch. Hallo, E-Bims. Eins pieksen noch. So, David, jetzt komm. Also, wir sind jetzt weiter vom McDonald's nach Ispring gefahren. Noch ein paar wichtige Pakete ausliefern. David meinte, er bringt einer Freundin noch einen Dong Chicken mit. Sind wir eine Viertelstunde Mac-Chicken. Navi. 3 oder 4 Mal haben wir uns jetzt verfahren. Und jetzt müsst ihr einfach weitergehen. Sie entfernt. Ja. Also haben wir auf jeden Fall super gemacht. Gerade noch rechtzeitig gekommen. Geil, Pixi. So, und jetzt fahren wir weiter nach Stein, glaube ich. Glaub schon. Genau, viel Spaß. So Leute, jetzt machen wir kurz eine kurze Pause. Wir haben noch Pommes mitgenommen. Vom McDonald's. Dachten uns. Hätten wir mehr. Büchel, du auch? Ich glaube, ich kann nicht drauf. Er ist unscharf. Aber ich bin scharf, das weiß ich. Egal. Jetzt schaut ihr, und dass wir das jetzt auf 10 Minuten strecken können, müsst ihr uns jetzt zuschauen, wie wir das essen. Ja, Ben, jetzt erzähl mal die Geschichte mit dieser Frau. Wir sind nach Springen gefahren. Und dann haben wir eine Frau nach dem Weg gefragt. Ganz höflich. So, wir entschuldigen Sie. Dann können Sie uns bitte den Weg nach Ispringen sagen. Die ignoriert uns so erstmal eiskalt. Dann sagen wir es nochmal lauter. Sie schaut noch mal. Ich hab der fast ins Ohr geschrien und sie hat's nicht gehört. Dann läuft die an uns vorbei. Wir fragen sie nochmal richtig höflich. Ja, entschuldigen Sie, können Sie uns den Weg nach Ispringen sagen? Und sie dann so. Schaut uns so richtig creepy an. Jonathan, deine Meinung da dazu? Finde ich jetzt im Vlog. Was glaubst du, was sie für eine Behinderung hatte? Wahrscheinlich war sie taub. Ja, nee, wir wollen ja nicht böse sein. Vielleicht hat sie gerade einfach keine Lust.